Erste Kompanie wird geführt von Hauptmann Ulm. 350 Männer und Frauen des Offiziersanwärterbataillons sind heute in der Kaserne Munster vereidigt worden. Der Bundesrepublik Deutschland! Treu zu dienen! Treu zu dienen! Ehrengast in der Panzertruppenschule Niedersachsens, Ministerpräsident David McAllister. Ich bin wie üblich optimistisch und gehe davon aus, dass wir auch in Zukunft genügend junge Menschen finden werden für unsere Streitkräfte. Wichtig ist allerdings, die Bundeswehr braucht den Rückhalt in der Bevölkerung. Die Bundeswehr ist keine Privatangelegenheit des Staates. Die Bundeswehr braucht mehr als das freundliche Desinteresse der Menschen. Die Bundeswehr sollte überall Anerkennung und Unterstützung finden. Deshalb bin ich heute einmal mehr auch gerne nach Munster gekommen. Die Offiziersanwärter sind alle zwischen 19 und 22 Jahre alt und bleiben im Durchschnitt 12 Jahre bei der Bundeswehr.